Ja, Löchen, da ist er mal wieder. Und zwar jetzt mit dem, wie versprochenen, Unpacking von den Cyber Pirates aus Austria. Heute frisch eingetroffen vom DPD. Dann wollen wir noch mal reinschauen, was uns hier erwartet. So, fangen wir mal ganz vorsichtig. Irgendwo. Ja. Randvoll gepackte Teil. Gucken, ob wir das hier doch. Ja. Die Power liegt in der linken Hand. So, was erwartet uns, was erblickt uns da als erstes? Und zwar 30 Row. Der war für 9 Euro und ein paar zerquetschte im Angebot. Selber kenne ich den Film noch nicht, habe mir mal den Trailer aus dem Internet reingezogen, sah ganz nett aus und wie gesagt, für unter 10 Euro habe ich mir den jetzt einfach mal mitbestellt. Ist von Concord Video, hat vielleicht ein Wendecover, machen wir mal gleich mal auf. Nichts für schwache Nerven, blutiger Horrorschocker mit Gänsehautgarantie. Schön bis in den Tod. Na, mal sehen, was uns der Slasher dann bringt, beziehungsweise wie er ist. Ja. Gucken, ob es ein Wendecover hat oder nicht. Jo, hat ein Wendecover, sehr schön. Sorority Row. Soll ja komplett uncut sein, die FSK 18 Version hier. Ja, wie gesagt, für 9 Euro ein paar zerquetschte. War okay, denke ich mal. Und wir lassen uns dann mal überraschen. Wie es so als nächstes folgt dann, ja, hier kommt er schon zum Vorschein. Das ist eigentlich der Film überhaupt, warum ich die ganze Sache hier bestellt hatte. Und zwar Ichi the Killer hier im 3-Disc Limited Uncut Media Book. Von welche Bude war das? NSM, ja, von NSM limitiert auf 3500 Stück. Enthält zwei DVDs und die Blu-ray. Sieht richtig schick aus, der Teil. Wenn wir mal die Sache mal öffnen. Moment. Ist wieder so eine widerspenstige Folie. Kleinen Moment. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen. Ah, jetzt geht's. Ja, wie gesagt, der Film, den hatte ich mir mal vor Jahren reingezogen. Der absolute Knaller. Also kranker geht's nicht mehr. Also fast nicht mehr, würde ich sagen. Aber ja, in meinen Augen hat der absolut Kultstatus, der Film. Was da so alles passiert und an Abgemurkse ist und wie sie es in Szene gesetzt haben, wirklich genial. So, da haben wir jetzt mal das schöne Mediabook. Hochglanz. Man gut erkennen kann. Nochmal die Rückseite ohne Folie. Und auch massig an Bonusmaterial. So, dann öffnen wir mal das Scheibchen mal. So, dann haben wir hier erstmal die Blu-ray von Raptor. Nichts dahinter. Kein weiteres Osterei. Okay, so, dann haben wir hier die Bebilderung. Wie gesagt, der ist teilweise wirklich sehr deftig, der Film, aber auf seine Art und Weise auch schon wieder richtig cool. Wie ihr seht, auch wirklich ein schönes Mediabook mit viel Beschreibung und Inhalt. Nicht nur so 4, 5 Seiten reingedruckt und dann nur ein paar Bilderchen. Hier ist wirklich auch viel Text und Information enthalten.
Und hier sind die DVDs mit dem Hauptfilm und mit dem Bonusmaterial. Ja, großen und ganzen edles Teil, schönes, schickes Teil. Ist zwar nicht durchnummeriert, steht bloß allgemein limitiert auf 3500 Stück. Keine feste Limitierung hier im Booklet selber oder im Mediabook selber, das habe ich jetzt nicht entdecken können. Nee, na gut, okay, ist ja nicht das Problem, aber ich denke mal, früher oder später wird der wahrscheinlich weit über 30 Euro steigen. Der kam ja jetzt schon 30, schon 20,90 und wie gesagt, ich denke mal, so in einem halben Jahr liegt der jenseits der 50, 60 Euro. Und wer den jetzt noch haben will, sollte schnell zuschlagen. Das ist das schöne Teil. Itchy der Killer. So, dann geht's jetzt noch kurz weiter mit den letzten beiden, die noch drin sind. Und zwar auch für 9,90 Euro war hier Babysitter Wanted mit drin in dem Päckchen. Weil ab 50 kann man bei den Piraten dann Porto sparen, ab 50 Euro Bestellwert. Und Itchy alleine waren ja dann nur die 30 und da haben ja noch gut 20 gefehlt. Und da war ja unter anderem halt der Sorority Road und jetzt noch der Babysitter Wanted mit bei. Soll ganz nett sein, das Filmchen ist ebenfalls ein Blindkauf. Lass mich mal überraschen, wie dieser Slasher hier rüberkommt. Einer der besten Filme der vergangenen 10 Jahre. Na mal gucken, werden wir mal sehen, ob es auch wirklich so ist. Haufen Auszeichnung von Fantasy Filmfestivalen hat er ja gewonnen, wie man hier sieht. Aber das soll ja nichts heißen. Ja, und hier ist die Disc. Babysitter Wanted. So, und dann haben wir halt noch die 3 Euro gefehlt. 3 Euro ein paar zerquetschte an die 50er-Marke, um an die 50er-Marke zu kommen. Und dann haben wir uns den also nicht so berauschenden Film, oder ja, also in der Kritik stand er ja auch sehr mies da, aber das ist der einzige, der mich so vom Cover her auch angesprochen hatte noch als DVD, Paganini Horror, der Blutgeiger von Venedig, hier von NSM Records, in diesem kurzen, flachen, schmalen Digipack. Also vom Artwork her sieht es wirklich nicht schlecht aus, ja. Wenn der Film Müll ist, ja, oh nee, so traurig, ist halt ein Titel mehr im Schrank. Ja, wie gesagt, was haben wir denn hier? Deutsch, Englisch, Italienisch, 2.0, 80 Minuten Uncut, es ist sehr wichtig. Features, exklusiver Audiokommentar von Regisseur Luigi Cozzi. Ja, Cozzi. Und ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen, wie der Geiger hier abgeigt. Mal kurz die Scheibe auf. Dann haben wir das Unpacking auch durch. So, Paganini Horror. Schwuppdiwupp. So sieht es dann aus von innen. Ja, ist auch schön gemacht. Also für 3,33 Euro. Wirklich sehr schön. Jo. Und die Süßigkeiten, die dürfen natürlich nicht fehlen, die sind immer mit dabei, wenn man bei den Piraten bestellt. So, dann ist die Ausbeute jetzt komplett. Das war jetzt das Unpacking mit dem schönen Mediabook von Itchy the Killer, Paganini Horror, Sorority Row und Babysitter Wanted. Gut, dann bedanke ich mich nochmals. Bewertet mich, kommentiert mich, abonniert mich und bleibt mir gewogen. Euer HD-Freak 1968. Bis demnächst. Ciao, ciao.